Der Hannover liegt der Schicht. Ja, Männer, wie schaut's aus? Die großen Challenges vom Produzenten sind vorbei, aber irgendwie war das alles scheiße, oder? Ja, irgendwie nix. Es hat keinen Spaß gemacht. Jetzt haben wir halt keinen Kameramann gerade, aber was machen wir jetzt? Der hat auch keine Ahnung von Mofas, der Mann. Der ist einfach null. Der hat nur Autos. Autos im Kopf. Eben, keine Einstellung zu dem ganzen Thema. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach weg in den Urlaub. Ja, machen wir ab, oder? Hauen wir ab einfach. Wir hauen einfach ab. Ja, wo das fahren wir denn hin? Was machen wir denn? Keine Ahnung. Irgendwie noch Bier besorgen, oder? Ja, Bier sowieso. Ja, ganz wichtig. Ohne Bier geht gar nichts. Ohne Bier geht gar nichts. Also, Bölkstoff. Bölkstoff besorgen und dann irgendwie abhauen an einen schönen Platz, wo wir ein bisschen campen können oder so. Ja, genau. So wie früher. Brech mal auf, oder? Brech mal ins Essen. Brech mal auf. Brech mal auf. Na dann. Immer wichtig, immer Hebetragen bei der Arbeit. Nee, das ist bei uns entscheidende Maßnahme. Damit man, wenn man sich auf die Schnauze legt, kann nichts kaputt machen. Es läuft, es läuft. Oder auch nicht. Ja, Holger hat irgendwelche Probleme. Mein Tank reingeschüttet. Schaut euch mal die Scheiße an hier, ne? Guckt doch mal, was da rauskommt. Da, hier. Zu spät. Also ganz Empfehlung, kauft euch italienische Mofas, kein deutsches Mofa. Ganz ehrlich gesagt, Solos funktionieren nicht. Will einer günstigen Mofa haben, ich würde das gern gegen 2 Kästen Bier hier abgeben. Ne? Scheiße, die Fahrrad. Das ist die Leerlaufdüse natürlich hauptsächlich. Ne? Letztendlich haben wir Holgers Mofa zum Laufen gekriegt, aber nicht ohne die ganze Nachbarschaft zu ersticken. Mit allem Schmodder verbrannt und allen Zigaretten geraucht ist es Zeit für den Aufbruch. Und zum ersten Mal wird uns klar, dass diese Fahrt kein Zwang irgendeiner Challenge ist, sondern 3 Kumpel, die mit ihren Mofas im Sonnenschein Spaß haben. Es erinnert uns an eine ganz bestimmte Szene aus einem altbekannten Film. Schnell, Werner! Nun mach hin! Ich bin nicht mehr so jung, als ich zu lange.
Achtung! Geländemofa, Achtung! Jo! Huch, da geht's bergab. Haben wir uns verfahren? Nein! Oh nee. Was? War das jetzt der Eutinger See da vorne, die Pfütze, oder was? Nein, wir müssen zurück. Super! Scheiße! Ja, was denn? So, schönes Fleckchen Erde hier. Schönes Plätzchen, oder? Ja, genau. Da bleiben wir, oder? Da bleiben wir, ja. Genau. Also baust du das Zelt auf, oder? Was für ein Zelt? Weh. Kein Zelt. Kein Zelt. Oh, nee. Männer, kein Bier. Was? Schlimmer. Kein Bier? Ist ja noch viel schlimmer. Ja, eben. Scheiße. Oh, Mann. Das musste unbedingt geändert werden. Zumindest das mit dem Bier. Ja, was machen wir jetzt? Bier trinken. Ah, das kann ich. Ja, okay. Jo. Mach mal auf, das Ding hier! Ist mein Flaschenöffner dabei? Der ist immer am Mann. Sehr gut. Ich könnte es auch an der Kiste machen, aber da mache ich mir zum Deppen wieder. Du bist halt kein Handwerker. Ja, passt schon. Du gerade schon auf, oder wie? Ja, logisch. Ich hab schon vorgetrunken. Sag mal. Das ist ein Scheißstuhl, ehrlich. Guck mal eure Luxusstühle an, weißt du? Das ist der Arnold Intruder 3000. Hier kannst du dir mal ordentlich hinten aufspannen, ist das so, gut, ne? Prost auf Mofa. Prost. 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 Wo ist das Zelt, Bernie? Was? Nein, Herr, meinst du, ich schlafe hier draußen oder was? Im Freien? Oh nein. Drum geschissen. Scheiße. So. Wie war das, Bernie? Du wolltest nachher mit dem Mofa übers Wasser fahren, oder? Ja. Sehe ich aus wie Moses. Was können wir uns eigentlich noch für schwachsinnige Sachen einfallen lassen? Schönes Wetter, weit zu blicken, hohes Gras und nichts zu lesen. Keine Ahnung. Nein, ich meine mit den Mofas. Ach so, mit den Mofas. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einer Geschwindigkeitschallenge? Also sprich, wer fährt am schnellsten? Also verliere ich schon mal, das ist klar. Nein, wer fährt am langsamsten? Viel besser. Ah, da gewinne ich auf jeden Fall. Das ist ja klar. Langsam kann meins. Langsam kann dein Mofa, aber ob du das kannst? Langsam kann dein Mofa, aber ob du das kannst? Ja, mei. Witzig. Ja, langsam fahr, Challenger. Das ist eine gute Sache.